So, liebe Freunde, hier bin ich wieder aus dem Botanischen Garten, die Sonne im Hintergrund und es ist vielleicht ein kleines Rauschen zu hören. Ich versuche etwas lauter zu sprechen und es ist auch windig, ich hoffe, ihr versteht mich. Und zwar ist hinter mir die Fülle des Lebens in Form einer Fontäne, Ladies and Gentlemen. Und die Leute sind hier sehr friedlich, die Eichhörnchen sind auch sehr den Menschen zugeneigt und zutraulich. Und ich möchte jetzt mal erklären, was dieser Mann hier, Jesus Christus oder auch, Yeshua, gemeinsam hat mit Geld. Also er hier, ihr seht die Strahlen aus seinem Herzen kommen, ja, aus seinem Herzen, also pure Liebesgabe. Wofür steht Jesus eigentlich für euch, also Christus-Energie oder Yeshua, ein aufgestiegener Meister? Also für mich steht er für bedingungslose Liebe, also einfach für Liebe, und er hat die Liebe hier auf diesem Planeten etabliert, manifestiert. Dadurch sind ja auch viele Religionen entstanden. Nur dass die Religion, also im Ursprung sind die Religionen ja auch gut, aber dann hat halt viel Manipulation angefangen und es wurde Wissen verheimlicht und das Schuldbewusstsein oder das Opferbewusstsein, der Mangel wurde den Leuten eingetrichtert, eingebläut. Ja, schenk mal jemandem was, sag ihm mal, ja, hier hast du 100 Euro. Oh, kann ich nicht annehmen, oh, wie soll ich mich denn revanchieren, oh mein Gott, ich hab's nicht verdient. Versuchen direkt was, anstatt zu sagen, Dankeschön, ich hab's verdient. Aus der Fülle des Lebens, so wie die Fontäne. So, also was hat Jesus bewusst zu tun mit Geld, ja? Mit dem Geld, also die Christusenergie mit Geld. So, und jetzt will ich euch mal weismachen und endlich mal erklären, dass Liebe gleich Geld ist und Geld ist gleich Liebe. Und zwar ist Geld im Endeffekt die manifestierte Liebe auf diesem Planeten. Was ist denn in den Märchen zum Beispiel? In allen Kindermärchen ist der Schatz das Ultimative, der goldene Schatz. Und am Ende hatten sie den Schatz und sind glücklich gewesen, haben gelebt und waren reich. Das ist einfach in den Schätzen ein Symbol für Liebe gewesen immer. Ja? Genauso wie der aufgestiegene Meister Siddhartha Gautama, ja? Buddha. Er hat gesagt, lehre dich innerlich, lehre dich, ja? Empty your cup. Was meint er damit? Lehre dich von deinen Gedanken, von deinen schlechten Gedanken und von deinen Ego-Gedanken, von deinen niedrigschwingenden. Und Leere bedeutet Fülle. Fülle bedeutet gleich Leere. Also füllt euch auf mit Liebe. Füllt euch auf mit der Fülle des Lebens. So wie der Wasserfall. Nur aus dem Grund hat er das gesagt. Das ist Meditation. Das ist der Grund von Meditation. Und nicht wieder Manipulation, Buddhismus. Ja, du musst in den Wald gehen, Kokosnüsse essen und du musst dich da wieder schön hinlegen und meditieren. Armut ist edel. Leute, das haben die Religionen doch den Nonnen und den Mönchen doch eingebläut. Armut ist edel, Alter, wacht mal auf. Und genauso wie Reinkarnation wurde gelehrt. Jesus hat ja auch Reinkarnation gelehrt. Das wurde auch niemals weitergegeben. Warum? Damit die Menschen nicht checken, dass wir unendliche Wesen sind. Ja? Die mächtigen Manipulatoren, Strickenzieher dieser Welt, die wollten, dass wir einfach nicht aufwachen. Weil sonst würden sie ja uns, dann würden wir uns ja befreien aus unserem Gefängnis, ja? Und die Welt verändern. Ja, es ist einfach so. Und es ist traurig und das muss man einfach erkennen, dass es so ist. Und diese Fesseln, die uns aufgelegt wurden, wir sind unendliche Wesen. Du bist nicht zum ersten Mal auf diesem Planeten. Komm, wach auf, ey, ohne Scheiß. Die Leute, die in dein Leben kommen, das sind ausgewählte Seelengruppen, Mann. Du hast dich verabredet mit denen, auch Vater oder Mutter und Leute, die dir Leid antun. Gut, das ist jetzt nicht Thema. Sorry, ich bin abgeschweift, das gibt's in einem anderen Video. Aber die Fülle des Lebens, Siddhartha Gautama und hier auch. Fortuna, spirituell, Fortuna von den Griechen, aus der Mythologie, aus den alten Mysterienschulen. Wer ist Fortuna? Fortuna ist eine griechische Göttin der Fülle, des Reichtums, der Prosperität, des Glücks. Was heißt das? Sie gibt jedem, sie hat die Augen verbunden. Das hat mich am Anfang extrem irritiert. Ich so, hör, hab das so gekauft in Griechenland. Ich so, warum hat sie denn die Augen verbunden? Hat die Verkäufer mir erklärt, sie gibt jedem, egal ob arm oder reich, egal ob krank oder gesund, ja, egal ob im Hass oder in der Liebe, sie gibt. Und ich so, wow. So eine Quelle des Glücks will ich auch sein irgendwann mal. Was für eine Inspiration, dass ich nur gebe. Denn da, wenn du Licht bist, kann es nirgendwo mehr Schatten geben. Ja? Die Leute sagen, ja, da wo Licht ist, ist auch Schatten, da wo Schatten ist auch Licht. Bullshit, Mann, wacht auf! Wenn du die Quelle des Lichts bist, ja, dann kann es keinen Schatten mehr um dich herum geben. Weil er dann flieht. Und dann überwindest du auch Dualität. Dann kommst du in die Einheit zurück, ins Einheitsbewusstsein. Hier, das ist Einheit, Freunde der Sonne. Das ist Einheit, Einheitsbewusstsein. So. Nicht mehr und nicht weniger. Und das ist die Fülle. Ich bin hier, jetzt glücklich sein. Zieht euch rein, das Buch. Schaut meine anderen Videos und ich zeige es nochmal, um es abzurunden.
wenn diese, das hier fließt aus eurem Herzen, ja, dann ist alles gut. Wenn alles aus eurem Herzchakra. Warum ist das genau an der Stelle in diesem Bild, Freunde der Sonne? Weil da ein Herzchakra ist, ein Energiezentrum. Setzt euch mal damit auseinander. Euer Herz hat ein 5000 Mal größeres elektromagnetisches Feld als euer Brain, als euer Gehirn. Ja, das heißt, Gefühle manifestieren und nicht Gedanken. Aber gebündelte Gedanken erzeugen Gefühle. Sei Wächter über deinen inneren Kompass, deine innere Weisheit. Das ist Intelligenz, die du hast, ja? So, Geld und Jesus Christus, Christusenergie, es ist das Gleiche. Also werdet reich, Leute, und helft der Menschen anderen. Und helft, kann nur glücklich sein, wenn man anderen hilft. Jesus war ja auch nur glücklich, weil er anderen geholfen hat. Nicht mehr und nicht weniger. Meint ihr, Jesus wäre glücklich geworden, so ein Meister geworden, wenn er alleine irgendwo Pizza gefressen hätte in der Höhle die ganze Zeit? Ja, als ob, ich bitte euch. Ich weiß, jetzt, Pizza gab es damals nicht. Ja, meine Güte, was haben die damals gegessen? Reis, ja. Also von daher, und Brot, er hat das Brot gebrochen. Und dazu seid ihr auch fähig. Jesus hat doch gesagt, ihr werdet zu größeren Wundern fähig sein als egal. Also ich liebe den Buddhismus, ich liebe alle Religionen, ich liebe das Christentum, ich liebe den Hinduismus, alles, weil es im Ursprung alles rein ist, aber es wurde verfälscht. Also du musst gucken, auf dein Herz gucken, was ist Wahrheit und nicht. Wir sind alle Energiemeister, ihr seid viel größer als ihr glaubt, ja. Ihr seid zu telepathiefähig und solche Sachen, ja. Ich will jetzt wieder nicht ausschweifen, aber trotzdem, es muss gesagt werden. Jesus hat das gesagt, er hat Brot gebrochen, aus Wasser Wein gemacht. Ja, manche, diese Wunder kamen von ungefähr. Er wollte uns zeigen, wer wir sind, was wir können. Nur jetzt ist der Planet, jetzt ist es an der Zeit, das zu machen. Jetzt ist die Zeit reif, wir sind im neuen Zyklus. Es findet ein Bewusstseinswandel statt. Ein Energiewandel mit deiner DNA. Aktiviere deine göttliche DNA. Geld ist gleich Christusenergie. Christusenergie ist gleich Liebe. Schmeiß diese scheiß Inkarnation weg, wo du dein Armutsgelübde abgelegt hast. Als Mönch oder Nonne irgendwo im Kloster. Armut ist nicht edel. Mit Armut kannst du keine Armut bekämpfen. Also werde reich. Löse deine Probleme, indem du reich wirst. Auf allen Ebenen. In der Liebe, in der Gesundheit, in der Fülle, überall. Löse deine Probleme, indem du reich wirst. Ja? Werde frei. Schau meine anderen Videos. Ich freue mich auf dich. Und genieße mal hier die Fülle. Wuhu! Machen wir noch einen kleinen Freestyle. Hallöchen! Hier sind die Leute richtig immer super nett und richtig friedlich vor allen Dingen. So, fliegen wir nochmal zusammen ins Licht. Also, entfache dein Licht und es wird keine Dunkelheit mehr geben können. Und liebe deinen Schatten, denn er gehört zu dir genauso wie Tag und Nacht gleich sind. Winter und Sommer. Mach's gut, ciao!